Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für den Wassermann geht es heute darum, emotionale Schwankungen zu bewältigen, sich selbst durch gesunde Praktiken zu pflegen, beruflich voranzukommen, romantische Gesten zu zeigen und sich selbstbewusst an kreativen Diskussionen zu beteiligen und dabei Bescheidenheit zu wahren. Du könntest Stimmungsschwankungen und kleine Ärgernisse erleben, die deine Beziehung zu einem Partner vorübergehend belasten könnten. Missverständnisse und vermeintliche Kränkungen sind möglich, und die Kommunikation fühlt sich etwas angespannt an. Um dem entgegenzuwirken, ist es gut, wenn du etwas Zeit alleine mit angenehmen Aktivitäten verbringst. Diese Auszeit kann dazu beitragen, negative Energie zu vertreiben und dein gewohntes charmantes Auftreten wiederherzustellen, um den Weg für ein harmonisches Wiedersehen mit deinem Partner zu ebnen. Persönliche Herausforderungen wie nächtliches Naschen oder Schwierigkeiten beim Aufwachen am Morgen können Bereiche aufdecken, die Aufmerksamkeit erfordern. Überlege, ob du deinen Bedarf an nahrhaftem und ansprechendem Essen gedeckt hast. Eine gesunde Aktivität wie das Backen eines Apfelkuchens kann eine lohnende Art sein, sich etwas Gutes zu tun. Wenn du dich mehr bewegen willst, kannst du mit Aktivitäten wie einem Lauf nach der Arbeit deinen Schlaf verbessern und Stress abbauen. In deiner Karriere ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine neue Phase einzuleiten. Denke daran, dass auch kleine Veränderungen eine große Wirkung haben können. Überlege dir, ob du eine neue Gewohnheit oder einen neuen Ansatz bei deiner Arbeit einführen willst, um diese neue Phase einzuleiten. Das kann von der Verbesserung deines Organisationstalents bis zur Erforschung neuer Methoden oder Techniken in deinem Bereich alles sein. In deinem Liebesleben möchtest du jemanden, der dir nahe steht, beeindrucken und ihm ein besonderes Erlebnis bereiten. Erwäge, sie zu dir nach Hause einzuladen und eine warme, nährende Umgebung zu schaffen, in der sie sich rundum wohlfühlen können. Diese Umgebung kann eure Bindung stärken und euch beiden Freude bereiten. Macht dir die Magie des Tages zunutze, um eure Verbindung zu stärken und unvergessliche Momente zu schaffen. Venus im Skorpion, die im Gegensatz zu Jupiter rückläufig ist, bringt eine positive Stimmung in den Tag und stärkt dein Selbstvertrauen und deine allgemeine Einstellung. Dieser astrologische Aspekt ist ideal, um kreative Projekte zu besprechen und voranzutreiben. Die Menschen werden sich wahrscheinlich für deine Ideen und Perspektiven interessieren, was dir eine gute Gelegenheit bietet, deine Kreativität mit anderen zu teilen und auszudrücken. Es ist jedoch wichtig, dass du bescheiden bleibst und nicht zu selbstbewusst auftrittst. Nutze diese Gelegenheit mit einer ausgewogenen Mischung aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit und sorge dafür, dass dein Umgang mit anderen Menschen respektvoll und einnehmend bleibt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für den Wassermann heute darum geht, mit Stimmungsschwankungen umzugehen, die Selbstfürsorge in den Vordergrund zu stellen, neue Karrierechancen zu ergreifen, Romanzen zu pflegen und sich selbstbewusst und bescheiden in kreative Diskussionen einzubringen. Diese Aspekte mit emotionaler Intelligenz, gesunden Gewohnheiten, Innovation, romantischen Gästen und einer geerdeten Perspektive zu meistern, kann zu persönlicher Erfüllung und Erfolg im privaten und beruflichen Bereich führen. In der Stille der Weihnachtszeit, wenn die Schneeflocken sanft unter dem Sternenhimmel fallen, spürst du vielleicht eine tiefe, emotionale Verbindung zum Universum. Diese weihnachtliche Szene, die in Mondlicht und den sanften Schein der Weihnachtsbeleuchtung getaucht ist, kann so tiefgreifende Gefühle hervorrufen, dass dir die Tränen kommen. Die einzigartige Schönheit jeder Schneeflocke spiegelt deinen eigenen Platz im Kosmos wider.
Dieser Moment des Friedens und der Gelassenheit inmitten der Magie der Weihnachtszeit erinnert dich an die Liebe und Wärme, die dich umgibt. Wenn du über deine Reise nachdenkst, kann die tröstliche Umarmung der Jahreszeit dein Herz berühren und dir eine Träne der Freude und Dankbarkeit für die Schönheit des Lebens und die besondere Rolle, die du in diesem Winterwunderland spielst, entlocken. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte symbolisiert Knechtschaft, Versuchung und Materialismus. Sie steht oft für eine Situation, in der du dich durch ungesunde Anhaftungen oder Wünsche gefangen fühlst. Für den heutigen Tag legt der Teufel nahe, dass du auf alle selbst auferlegten Beschränkungen, Süchte oder Besessenheiten achten solltest, die dich vielleicht zurückhalten. Er erinnert dich daran, dich von negativen Einflüssen zu befreien und die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Der König der Münzen ist eine Karte des finanziellen Erfolgs, der Stabilität und der verantwortungsvollen Führung. Diese Karte steht für eine Person, die praktisch, zuverlässig und geschickt im Umgang mit materiellen Ressourcen ist. Heute bedeutet der König der Münzen, dass du in der Lage bist, deine finanziellen oder materiellen Angelegenheiten praktisch und verantwortungsvoll anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du dich auf Stabilität und solide finanzielle Entscheidungen konzentrieren solltest. Die Vier der Schwerter ist eine Karte der Ruhe, der Erholung und der Selbstreflexion. Sie deutet auf eine notwendige Pause hin, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Heute ermutigt dich die Vier der Schwerter dazu, eine Pause einzulegen und vom Druck des Alltags Abstand zu nehmen. Es ist eine Zeit, in der du dich ausruhen, über deine Umstände nachdenken und neue Kraft und Klarheit gewinnen kannst, bevor du weitergehst. In ihrer Beziehung zueinander weisen diese Karten auf die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen deinem materiellen und spirituellen Wohlbefinden hin. Der Teufel warnt vor übermäßigem Materialismus und Anhaftung, während der König der Münzen die Bedeutung von praktischer finanzieller Stabilität hervorhebt. Die Vier der Schwerter unterstreicht die Notwendigkeit, eine Pause einzulegen und über deine Prioritäten und dein allgemeines Wohlbefinden nachzudenken. Achte heute auf das Gleichgewicht zwischen deinem materiellen Streben und deinem inneren Frieden. Achte auf ungesunde Anhaftungen oder Obsessionen, die deinen Fortschritt behindern könnten, und strebe nach finanzieller Stabilität und verantwortungsvollen Entscheidungen. Vergiss jedoch nicht, dir Zeit für Ruhe und Selbstreflexion zu nehmen, um deine Gesundheit und dein Gleichgewicht zu erhalten.